An diesem wunderbar sonnigen Tag begrüße ich euch, liebe Pilzfreunde, zu einem neuen Video. Der Winter ist zwar noch nicht ganz vorbei, aber ihr seht schon um mich herum kein Schnee mehr. Das sah vor ein paar Tagen noch ein bisschen anders aus. Jetzt ist Tauwetter eingesetzt die letzten Tage. Es ist im Prinzip fast alles weg, bis auf ein paar Reste hier und da noch. Naja, und wenn der Winter sich so langsam verabschiedet, wir haben ja jetzt so Ende Januar, Anfang Februar, da kann natürlich noch einiges passieren. Ja, aber um die Zeit, da freut man sich schon langsam auf die kommende Saison, vor allen Dingen auf die Frühjahrspilze, auf die Morchelzeit. Das ist natürlich immer eine ganz besondere Sache. Bis die Morcheln da sind, kommen natürlich noch ein paar andere Sachen. Auch die werde ich wieder suchen gehen, da wird es wieder Videos geben. Aber ich freue mich vor allen Dingen auf die Morchelzeit. Und um meine Freude mit euch zu teilen, schauen wir uns mal die besten Funde aus dem letzten Jahr, aus 2023 an. Denn das war, muss ich sagen, wirklich ein gutes Morcheljahr. Morchel und Verwandte, muss man sagen, weil da gehört noch ein bisschen mehr dazu bei diesen Schlauchpilzen, um die es sich da handelt. Also es war wirklich sehr, sehr gut gewesen. Und ja, jetzt schauen wir uns mal so ein paar Sachen aus dem letzten Jahr an. Anfang April ließen sich die ersten böhmischen Werpeln finden. Das ist auch eine Morchelverwandte. Bei mir hier in der Gegend, naja, relativ häufig. Ich kenne jetzt mittlerweile mehrere Stellen, wo diese Art zu finden ist. In manchen Gegenden ist sie sehr selten, dann sollte man sie auch schonen und nicht sammeln. Hier tritt sie alle paar Jahre in großen Mengen auf, da spricht auch nichts gegen das Sammeln. Wenn wir so ein Jahr haben, wo es relativ wenig von den böhmischen Werpeln gibt, dann lasse ich sie auch stehen. Also für mich ein guter Speisepilz. Und das erste Video jetzt vom Anfang April, da schauen wir uns jetzt die besten 10 daraus an. Man muss wirklich ganz genau hinschauen, wenn man die Werpeln entdecken will. Aber Leute, ich glaube, ich habe eine. Das sieht gut aus. Also das ist die erste böhmische Werpel für 2023. Oh, jetzt fällt die mir hier um. Ich sehe schon, da ist der Stiel hier von Schnecken angefressen worden. Aber man sieht ja sehr schön diese runzelige Oberfläche, diese beige bräunlichen Töne. Das kann allerdings auch ein bisschen anders aussehen. Farblich können die auch mehr ins Graue gehen. Auch das gibt's. Aber definitiv die erste böhmische Werpel für dieses Jahr. Für mich hier zumindest. Und hier habe ich eine weitere wunderschöne böhmische Werpel gefunden. Ein wirklich sehr schönes Exemplar. Auch hier zu sehen, dass der Stiel noch nicht sich gestreckt hat. Also die ist noch sehr, sehr jung. Die schaut hier mit dem Hut gerade so über den Boden raus. Später strecken sich die Stiele. Das dauert hier noch ein bisschen. Jedenfalls bekommt der Stiel so ein enormes Streckwachstum. Und dann ist das Verhältnis zwischen Hut und Stiel ein völlig anderes als hier jetzt. Die Werpeln, die ich hier finde, sind allesamt noch relativ klein. Also bei uns geht es hier wirklich erst los. Sicherlich eben der Kälte geschuldet. Aber die hier sieht natürlich ganz wunderbar aus. Schaut euch mal an, was sich hier versteckt. Das sieht doch wieder schwer nach einer böhmischen Werpel aus. Ja, zum Einsatz heute kommt dieses Messer. Das ist das schöne Lajol-Messer, Multifunktionsmesser hier mit einer Pilzmesserklinge. Hat aber auch noch Taschenmesser dran und so weiter. Verschiedene Funktionen. Das habe ich heute mit dabei. Und das werden wir hier gleich mal einweihen. Ich schneide die Werpel kurz über dem Boden ab. Ganz wunderbar. Schaut euch das mal an. Die sieht ja fantastisch aus. Und hier sieht man eben schon, dass sich der Stiel etwas gestreckt hat. Der ist jetzt etwa so lang, wie der Hut hoch ist. Also hier schon eine Werpel, die ein bisschen im Streckwachstum ist. Wunderbar. Na, ich bin gespannt, ob es hier so weitergeht. Und es geht so weiter. Nur ein bisschen daneben, neben der ersten Werpel, ist hier gleich wieder die nächste. Ganz fantastisch. Schaut euch das mal an. Jetzt ist noch Werpel Nummer 3 dazugekommen. Das sieht toll aus. So kann es heute gern weitergehen. So Leute, ich muss euch jetzt einfach mal zeigen, was hier los ist. Also kein Vergleich zu der ersten Stelle, an der ich war, an der es ja wirklich bescheiden war. Hier sieht es viel, viel besser aus. Wir schauen auch sofort mal hin.
Ich weiß gar nicht so richtig, wo ich anfangen soll mit zeigen. Schaut euch das mal an. Eine Werbe, nächste Werbe, da sind zwei. Ich versuche jetzt mal hier ein bisschen rüber zu gehen. Schaut euch das mal an. Nächste, da drüben sehe ich noch was. Langsam weitergehen, langsam. Hier ist noch eine. Oh Gott, seht ihr die? Oh, ich muss erst mal, wo sind wir? Da ist sie. Mann. Das geht hier so weiter. Schaut euch das mal an. Wo ist sie? Ich bin ganz aufgeregt. Da ist sie. Da ist die nächste Werbel. Oh, ich sehe schon, hier ist die nächste. Schaut euch das mal an. Das ist ja Wahnsinn. Also hier schaue ich mich natürlich, oh, jetzt sind die nächsten. Hier schaue ich mich natürlich jetzt ganz genau um. Und das lohnt sich heute definitiv. Schaut euch mal diese wunderschönen böhmischen Werben an. Ich bin ganz aus dem Häuschen. Das ist wirklich ganz fantastisch. Also jetzt ist hier offensichtlich die richtige Witterung. Ihr seht schon hier, wie schön die sich gestreckt haben. Also hier schon etwas ältere Fruchtkörper. Wahnsinn. Es macht einfach nur Spaß, hier nach den Werpeln zu schauen, die zu suchen und sie dann zu entdecken. Auch hier wieder ein wunderschönes Exemplar. Einfach unfassbar. Nach diesen fantastischen Funden ging das im April tatsächlich so weiter. Wir hatten dann so Mitte, Ende April, da gab es nochmal ein richtiges Massenvorkommen von der böhmischen Werpel. Das war wirklich ungewöhnlich viel. Bei mir aus meiner Erfahrung, so alle 2, 3, 4 Jahre gibt es so viel. Danach kommen wieder mal Jahre, da ist es nicht ganz so groß, das Vorkommen. Aber im letzten Jahr hat es wieder wunderbar geklappt. Ich bin natürlich auch gespannt, was in diesem Jahr passieren wird. Feucht genug ist es bisher jedenfalls. Wir hatten eine ordentliche Schneeschmelze bisher gehabt, immer wieder. Es hat viel geregnet, auch immer wieder, wenn mildes Wetter war. Also die Chancen stehen ganz gut, dass wir wieder ein gutes, pilziges Frühjahr bekommen mit viel Morchelfund. Ich bin gespannt. Aber jetzt schauen wir uns erstmal die ganz tollen Funde der böhmischen Werpel vom Ende April an. So, liebe Pilzfreunde, schaut euch das mal an. Ich habe wieder Werpeln gefunden. Ich habe wieder Glück. Und ich muss euch sagen, hier stehen noch mehr. Und da werde ich mir ein paar aussuchen. Aber die sieht ja schon ganz fantastisch aus. Es ist dies Jahr wirklich ein ganz tolles Morcheljahr. Morchel und ihre Verwandten und auch die böhmische Werpel gehört ja in die Verwandtschaft der Morcheln. Also was man so aus typischen Morchelgebieten so hört und sieht, das ist schon wirklich beeindruckend. Hier bei mir, ich habe es schon öfters gesagt, sind Morcheln leider selten zu finden. Ich kenne hier mehrere Stellen mit der böhmischen Werpel zumindest. Die breitet sich auch jedes Jahr aus. Und wenn so viele Fruchtkörper stehen, so wie dieses Jahr, dann nehme ich mir auch immer ein paar mit. Ein paar bleiben natürlich stehen. Morcheln und Werpeln sind natürlich solche Arten, die nur in geringen Mengen für den Eigenbedarf gesammelt werden dürfen. Und da würde ich euch auch bitten, haltet euch dran. Gerade wenn ihr vielleicht in einer Gegend lebt, in dem diese Pilze selten sind, sollte man sie doch schonen. Und es geht weiter so hier an der Stelle. Hier ist die nächste böhmische Werpel und die sieht auch ganz wunderschön aus. Auch hier wieder eine wunderschöne böhmische Werpel. Ganz toller Kontrast zu dem grünen Moos hier. Ganz wunderschön. Ja, und die Werpeln verstecken sich natürlich auch gern mal, tarnen sich ein bisschen ab. Also hier sind mehrere Blätter drum, aber wieder ein schönes Exemplar. Aber die werde ich jetzt stehen lassen. Ich decke die wieder ein bisschen zu. Denn das, was ich bis jetzt im Korb habe, reicht mir eigentlich schon aus für mich. Ja, liebe Pilzfreunde, es ist einfach traumhaft dieses Jahr mit den böhmischen Werpeln. Das ist hier so weitergegangen. Die eine richtig schöne, perfekt ausschauende hier nochmal so ein bisschen als Beispiel für die tollen Funde hier. Das war wirklich eine unglaubliche Sache mit den Werpeln. Also wirklich ganz fantastisch im letzten Jahr. Und da ich auch mal richtig Morcheln finden wollte, also Speisemorcheln, Spitzmorcheln, da sieht es hier bei mir in der Gegend nicht so gut aus. Da muss ich immer woanders hinfahren. Ja, weil ich da mal richtig ordentlich was finden wollte, da bin ich mal woanders hingefahren und zwar nach Thüringen. Die Daniela hat mich eingeladen. Grüße gehen nochmal an Sie raus. Das war natürlich eine fantastische Sache. Übrigens sehen wir uns in diesem Jahr wieder.
Das kann ich schon verraten im Rahmen meiner Deutschlandtour. Also ich war bei der Daniela eingeladen und da sind wir in Thüringen auf Muschelkalk unterwegs gewesen. Kalk ist die beste Voraussetzung, um Morcheln und auch Werpeln zu finden. Das ist wirklich die wichtigste Bedingung, die man antreffen muss. Ja, und das war wirklich unglaublich, was wir da alles gefunden haben. Also ich war noch nie, ich hatte noch nie so viele Morcheln finden können und live gesehen. Es war wirklich unfassbar. Ja, und ich will jetzt auch nicht lange rumreden. Wir schauen uns auch hier jetzt wieder die besten und schönsten Szenen an. Und zwar haben wir jetzt die erste Speisemorchel für heute gefunden. Und ich muss euch sagen, das ist meine erste Speisemorchel seit vielen Jahren. Also es ist nicht so, dass ich noch nie welche gesehen hätte, aber bei uns sind sie wirklich extrem selten. Und hier ein wunderschönes Teil, aber jetzt genug der Quatscherei, jetzt zeige ich sie euch natürlich. Da ist sie, da ist die schöne Speisemorchel, ganz wunderbar. Also Leute, ich bin völlig von den Socken, einfach wunderschön. Mittlerweile werden ja auch mehrere Morchelarten unterschieden. Da ist auch noch kein Ende in Sicht. Ich tue das jetzt hier einfach mal als Speisemorchel ab. Welche Art das genau ist, da schaue ich jetzt mal nicht genau hin. Ich bin gespannt, was sich heute noch so finden lässt. Ich bin jedenfalls schon total happy und nur wegen dieser einen und ersten jetzt schon hier. So, machen die mal ein bisschen frei. Ich werde hier mal so ein bisschen drunter hebeln und schneide die kurz über dem Boden ab. Mann, 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 die sieht ja fantastisch aus. Putze ich mal ein bisschen hier die Erde weg an der Stielbasis. Sehr schön. So, wir sind wieder ein Stück weiter gegangen. Und Leute, da leuchtet etwas. Sehr schön hier am Waldboden. Die nächste Speisemorchel. Oh, 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 das ist mal eine kleinere. Aber ganz wunderbar, ganz frisch. Oh, die sieht ja wirklich perfekt aus. Fantastisch. Leute, ich bin total happy. Ist die schön. Ganz wunderbar. Wir werden mal gemeinsam ein bisschen drauf zugehen. Vielleicht seht ihr es schon. Ich mache es mal ein bisschen spannend. Da ist Nummer 1. Und hier ein Stückchen rüber. Da ist Nummer 2. Auch hier ein sehr schönes Exemplar, ganz wunderbar. Ach, ist das schön, ist das schön. Schaut euch das mal an, das ist doch ganz wunderbar. Fantastisch, Wahnsinn. Ach, ist die schick. Ganz wunderbar. Und immer noch sind wir unterwegs heute und schaut euch das mal an. Wiederum eine wunderschöne Speisemorchel, die sich hier finden lässt. Ganz fantastisch. Also ich muss sagen, das macht heute einen riesen Spaß, hier unterwegs zu sein. So, es hat wieder etwas zu finden gegeben. Die Daniela kriecht da ins Gebüsch rein. Und was gibt's da Schönes? Was wird es sein? Eine tolle Speisemorchel natürlich. Mann, 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 Leute, das macht Spaß. Oh, ist die schick. Sehr schön, ganz toll. Leute, Leute, Leute. Ach, ist das schön. Leute, ich habe wieder eine Morchel entdeckt. Schaut euch das mal an. Ach, ist das schön. Da ist sie. Ach, ist das schön. Leute, es gibt Morcheln. Es gibt Morcheln. Oh, macht so, Leute, jetzt haben wir einen weiteren fantastischen Fund gemacht. Das ist eine Käppchenmorchel. Wir hatten ja jetzt gestern schöne Speisemorcheln gehabt und hier die Käppchenmorchel ist natürlich mit der verwandt. Und man sieht hier schon
Also der Oberteil, der Hutteil ist hier im Verhältnis zum Stiel viel, viel kleiner. Der ist auch etwas frei über den überm Stiel. Deswegen wird die auch halbfreie Morchel genannt. Die ist etwa so an der Hälfte mit dem Stiel verwachsen. Ich möchte sie jetzt nicht abmachen, wir lassen die hier auch stehen, weil es ist nur dieses eine Exemplar hier. Aber das ist natürlich ein ganz toller Fund und für mich jetzt zwar nicht ein Erstfund, aber bei mir in der Gegend auch ganz, ganz selten mal zu finden. Ich konnte sie bis jetzt auch noch nie in einem Video zeigen. Heute klappt das endlich mal. So, liebe Pilzfreunde, es geht auch hier an der Stelle so weiter mit den tollen Funden. Schaut euch das mal an. Ich gehe hier ganz langsam drauf zu. Hier ist wieder eine wunderbare Speisemorchel. Und wirklich auch ein schönes, großes Exemplar. Das ist, glaube ich, die größte bisher auf der Tour, würde ich sagen. Jedenfalls wunderschön. So, Leute, jetzt schauen wir mal zu, wie die Daniela sich hier ranpirscht, denn die hat schon wieder was entdeckt. Da leuchtet schon wieder was zwischen den Bäumen. Seht das vielleicht schon ein bisschen? Na, was haben wir denn da? Wieder eine dolle, dicke Speisemorchel. Ich glaube, das ist die größte heute. Ich glaube, die ist noch ein bisschen größer als die andere. So, jetzt schauen wir mal. Mann. Was für ein Gerät. So, Leute, wir sind jetzt wieder in einem anderen Gelände unterwegs und ich muss sagen, hier ist es ein bisschen unwegsam, ist auch an einem starken Hügel, aber hier lohnt es sich wieder. Hier stehen übrigens auch Kiefern. Ach, Leute, jetzt sehe ich was. Hier oben sind ja noch mehr. Das ist ja Wahnsinn. Schaut euch das mal an. Hier ist eine Speisemorchel. Und jetzt gehe ich mal hier hoch. Wie gesagt, es ist eben ein bisschen schwierig hier zu laufen. Aber was tut man nicht alles für die Pilze? Und jetzt schaut euch das mal an, Leute. Schaut euch das an. Hier 1, 2, 3, 4. Hier ist eine kleine, die ist umgefallen. 5, 6, 7. 7 auf einen Streich hier. Wahnsinn, Leute. Wirklich unfassbar, was hier los ist. Unglaublich. So, Leute, jetzt haben wir hier in diesem doch schwierigen Gelände wieder Morcheln entdeckt. Das geht heute wirklich auch andauernd so. Wir entdecken immer wieder welche. Und die Daniela muss jetzt mal gucken, wie sie hier überhaupt rankommt. Das ist echt schwierig. Also das wackelt jetzt bestimmt alles ein bisschen. Aber ich will euch das unbedingt mal zeigen. Dazwischen stehen sie, hier am Fuß einer Kiefer wieder. Haben wir eine Kiefer hier? Na, zumindest liegen hier Äste auch rum von der Kiefer. Wunderbar. Die Mühe hat sich gelohnt, aber es ist echt schwierig hier. Voller Körpereinsatz, Daniela. So, Leute, jetzt haben wir hier wirklich eine wunderschöne Stelle entdeckt. Muss ich euch noch mal zeigen, auch wenn wir schon so viel Morcheln gesehen haben. Schaut euch das mal an, wie schön die hier stehen. Und hier drüben ist so eine Dreiergruppe auch ganz wunderbar. Es ist wirklich unglaublich, wie schön die Speisemorcheln hier stehen. Unfassbar. Jetzt hoffe ich mal, dass dieses Jahr genauso spannend wird, was die Morcheln und ihre Verwandten betrifft. Ich bin mal gespannt, wann kann es losgehen. Naja, es kommt ganz drauf an, in welcher Gegend ihr seid, wie das Wetter ist, wie das Klima ist. Und dann kann es im Prinzip im März losgehen. März, April, Mai, das sind so die Morchelmonate. Na, ich bin jedenfalls gespannt. Wen das Thema noch mal intensiver interessiert, dem sei dieses Buch empfohlen. Wirklich ein tolles Buch zum Thema Morcheln. Morcheln, Ökologie und Lebensräume von Heinz Gerber. Kann ich euch nur empfehlen. Ein ganz tolles Buch, was das Thema ausführlich behandelt. Ich habe das Buch schon mal vorgestellt, ganz ausführlich. Da gibt es ein Video dazu. Das werde ich hier mit verlinken natürlich. Und das Buch gibt es auch in meinem Online-Shop. Da könnt ihr natürlich gern mal vorbeischauen. Den Link setze ich wieder in die Videobeschreibung, direkt zum Buch, zum Online-Shop. Da könnt ihr gern mal ein bisschen stöbern. Schaut euch um. Da gibt es natürlich auch noch viele, viele andere schöne Artikel rund um das Thema Pilze. Sammelkörbe zum Beispiel, Pilzmesser, Literatur. Nicht nur die, sondern viele, viele andere. Mein Buch natürlich, das ist auch in meinem Shop zu haben. In diesem Sinne wünsche ich uns allen eine ganz tolle Pilzsaison 2024.
Es ist ja schon losgegangen mit Winterpilzen. Habe ich ja auch schon Video machen können mit schönen Funden. Ich werde natürlich die Tage wieder auf Pirsch gehen. Mal schauen, was sich finden lassen wird. Und da gibt es natürlich auch wieder ein Video davon. Ja, ich wünsche allen eine wirklich tolle Pilzsaison 2024 und ganz besonders eine Morchelsaison. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie es bei euch so aussieht. Ist es bei euch eine Morchelgegend? Findet ihr da was? Wie sieht es mit der böhmischen Werpel aus? Also die ist ja regional relativ selten. Das ist hier bei uns wirklich ein bisschen ein besonderer Fall. Schreibt es gerne mal rein. Würde mich mal interessieren, in welcher Gegend ihr so unterwegs seid, ob es da eben Morcheln gibt oder nicht. Ja, ansonsten soll es das heute mit dem Video schon gewesen sein. Ich hoffe, ihr freut euch mit mir auf die kommende Morchelsaison genauso mit. Ja, und wir sehen uns sicherlich in einem meiner nächsten Videos. Also, bis dahin. Tschüss.